Hallo Leute, und es geht weiter mit Beijing 2008, das Let's Play zu den Olympischen Spielen. Und wir haben einen weiteren Tag der Finale hier am 12. Wettkampftag. Und wir werfen uns mal einen Blick auf die Verbesserungen, die wir machen können. Also 4700 Punkte haben wir. Da schrauben wir die Müdigkeit nochmal wieder ein bisschen runter, die Zeitlupe ein bisschen hoch. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal ein bisschen was mit Präzision. Ausdauer ist hier wirklich sehr, sehr teuer. Vielleicht noch ein bisschen Kraft und Agilität. Und den letzten Punkt Müdigkeit noch runter. Dann haben wir noch ein bisschen was über für den nächsten Tag. Und zwar, wir brauchen eine Silber- und eine Goldmedaille. Beziehungsweise eine Silber- oder eine Goldmedaille. Das heißt, eine Disziplin hier müssen wir unter den besten zwei Plätzen abschließen. Das sollte doch wohl drin sein. Also wir haben Hammerwerfen, Stabhochsprung, 1500 Meter Lauf, Skeet mit der Schrotflinte und Sprung. Also ich würde sagen, wir machen hier mal, ja ich weiß auch nicht, machen wir mal von oben nach unten weg. Hammerwerfen, geht's los. Und da wären wir. Willkommen zur Disziplin Hammerwerfen. Und ich werf nochmal einen kurzen, ich werf nochmal einen kurzen Blick auf die Anleitung. Ist schon ein paar Tage her, dass ich das hier gemacht habe. Also mit LS oder RS sollen wir den Ball verfolgen. Ja, ich erinnere mich. Und mit links oder mit dem rechten Trigger sollen wir dann loslassen. Gut, also, das war eben noch eine kurze SMS, die beantworte ich jetzt aber gerade mal nicht, das mache ich gleich nach der Aufnahme. Und es geht los beim Hammerwerfen. Gucken wir mal, wie wir uns schlagen können. Und, ist der gültig oder geht der da daneben? Ah, der geht glaube ich daneben. Der wäre sonst gut gekommen. Aber wie wir sehen, haben wir ja schon aus den drei Qualifikationsläufen fürs Finale im Vorwege uns schon gute Weiten rausgearbeitet, die jetzt aber bereits nach dem vierten Wurf, ja, überboten wurden. Also, da müssen wir jetzt auf die 70 Meter kommen, um hier einen ersten oder einen zweiten Platz rauszuholen. Fünfter Anlauf. Weiter geht's mit dem fünften von sechs Versuchen. Der sieht besser aus, aber die Energie war nicht ganz so gut. Also, der sollte gültig sein, aber er ist, glaube ich, nicht so gut von der Weite. 59 Meter. 2 Meter. Das haben wir schon deutlich besser gemacht. Ich denke mal, dass ich hier, um richtig gut zu sein, muss ich die Zeitlupe für benutzen, aber die spare ich mir ehrlich gesagt lieber auf für die Starts, die wir noch haben. Sechster Anlauf. Das heißt, wir haben jetzt den letzten Versuch. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und schaffen's. Los geht's. Das sieht wunderbar aus. Und der geht weit. Olympischer Rekord. Was ein Wurf haben wir denn hier ausgepackt? 77 Meter. Ein Meter unter Weltrekord und einen neuen olympischen Rekord. Wahnsinn. Mensch, fast die volle Geschwindigkeit, fast zentral. Deutlich erster Platz. Ja, ist das zu fassen? Ist das denn zu fassen? Also, das sollte doch fast das Tagesergebnis gewesen sein. Also die das, was wir machen müssen. Also 1300 Punkte hier, 800 Bonus auch noch, 500 Bonus. Und ich schaue mal einen kurzen Blick ins Menü. Das interessiert mich jetzt mal, bevor es dann mit dem Stabhochsprung weitergeht. Jawohl, wir haben das Tagesziel bereits erreicht. Und das nach der ersten Disziplin. Mal sehen, was wir hier noch rausholen können. Ich denke mal, ein oder zwei Silber- oder Goldmedaillen sollten sogar noch drin sein.
So, und jetzt geht's zum Stabhochsprung. Wie uns der Ansager jetzt auch sagen wird. Willkommen zur Disziplin Stabhochsprung. Ja, danke auch. Und los geht es mit dem ersten Versuch. Erster Anlauf. Da habe ich ein kleines bisschen gepennt, habe mich auch ablenken lassen, weil hier gerade das Telefon gebimmelt hat. Schade, schade. Also, jetzt aber nochmal die Höhe und diesmal sollten wir es doch schaffen. Los geht's. Ah, nein. Ah, das ist gar nicht so leicht hier. Diesmal habe ich zu früh gedrückt, eben zu spät. Eieieiei. Also, das ist wirklich schwierig hier, denn noch diesen Bereich zu treffen, weil der Pfeil am Ende relativ schnell ist. Und weiter geht's. Der dritte Anlauf. Diesmal aber, oder? Jawohl, diesmal sind wir drüber. Im dritten Anlauf gerade so noch die Höhe geschafft. Und ich bin mal gespannt, wie viele hier schon rauspurzeln. Noch keiner. Also jeder der Konkurrenten hat diese Höhe ebenfalls geschafft. Das heißt, wir machen gleich mit der nächsten Höhe weiter. Los geht's. Und der sieht gut aus. Und jawohl, auch der geht rüber. 5,50 haben wir geschafft. Und da sind bereits zwei Mannschaften rausgepurzelt. Also Jamaika und Kenia sind raus. Das heißt, wir sind jetzt nur noch zu sechs im Finale. Und wir hoffen natürlich, dass noch drei weitere rausfliegen. Weiter geht's. Der erste Versuch bei der nächsten Höhe. Oh, der wird knapp. Aber geschafft. Sehr gut. Also 5,55 haben wir auch gepackt. Und sind wieder welche rausgeflogen. Jawohl, Australien hat es nicht geschafft. Das heißt, es sind nur noch 5 Nationen im Kampf um die ersten 3 Plätze da. Und es geht weiter mit 5,60 Meter. Danke. Los geht's. Und das sieht gut aus. Nein! Ah, obwohl wir in dem Bereich drin waren. Wahrscheinlich müssen wir jetzt das obere Ende von dem Bereich, den wir uns durch den Sprint holen, erreichen. Ich bin mal gespannt. Los geht's. Und? Komm schon. Nein, auch nicht. Was ist da denn los? Ah, was ist denn da los? Also, wieder in dem Bereich getroffen. Also, ja, dann verstehe ich die Disziplin nicht. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja im dritten Versuch. Dritter Anlauf. Los geht's. Nein, schade, schade. Also hier auch nicht. Zweimal waren wir im Bereich, einmal ganz knapp drüber. Weiß ich jetzt leider nicht warum und damit sind wir auf dem undankbaren vierten Platz zusammen mit Polen. Schade, keine Medaille hier. Das macht aber nichts, denn das Tagesergebnis haben wir schon geschafft und ein paar Pünktchen gibt es hier auch. 250 auch noch oben drauf. Gut, also trotzdem in Ordnung und jetzt geht's zu den 1500 Metern. So. Willkommen zur Disziplin 1500 Meter. Danke für die Erklärung und ich werfe nochmal einen ganz kurzen Blick auf die
Anleitung. Nein, werfe ich nicht. Ich glaube, das war die Disziplin, die wir hier recht gut beherrschen. Bahn 1, wo wir mit der Konkurrenz spielerisch umgegangen sind. Fertig. So, und der Start geht los. So, hier heißt es, glaube ich, genau, möglichst erstmal sich nach vorne zu setzen. Ah, genau so. Möglichst noch vor der Kurve. Na komm. Und dann müssen wir gucken, ob wir uns hier absetzen können. Also, das ist ja eigentlich, ist das ja relativ simpel. Wenn wir zu schnell laufen, dann baut unser Herz so ein bisschen Energie ab. Wenn wir langsam laufen, werden wir eingeholt, dann wird das Herz aber wieder voll. Das heißt, wir müssen ungefähr so einen Mittelweg finden, wie wir hier vernünftiges Tempo laufen können, ohne dass uns die anderen irgendwie verfolgen können. Beziehungsweise auch so, dass ich das irgendwie durchhalte, hier 3,5 Minuten zu tippen. So, jetzt wieder mal ein bisschen langsamer hier. Und dann laufe ich mal ein bisschen versetzt, nicht, dass der irgendwie mit dem Windschatten hinterherläuft. Oh, das war jetzt doof. Also, jetzt wieder nach innen. Ich weiß leider nicht, wie weit die Verfolger weg sind. Das würde mich ja echt nochmal interessieren. So, 1,30, 1,20 sind rum. Wir biegen hier auch auf die nächste Gerade ein. Und langsam geht es in die Finger. Also, obwohl hier geht es eigentlich eher darum, dass ob unser Athlet noch kann oder ob nicht, dass ich noch kann, sondern dass ob der Athlet, blablabla, sondern dass der Athlet noch kann. Und so anstrengend ist es nicht, aber es ist nach einer Zeit, tut es schon ein bisschen weh. So, und vielleicht schaffen wir hier sogar eine Rekordzeit. Also, obwohl das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten. Aber ich glaube, zurzeit sind wir recht gut unterwegs. Auch wenn wir jetzt gerade wieder ein bisschen einbrechen hier. So, 2 Minuten 10 rum. Und lange dürfte es nicht mehr gehen. Ich denke mal, wenn wir hier jetzt gleich über die Gerade laufen, dann sollte es noch eine Runde sein. So, bei 2,35 werden wir durch das Ziel gehen. Und dann sollte es noch eine Runde sein. Letzte Jawohl, Runde. So ist es. Die letzte Runde beginnt. Das heißt, noch zweimal durch die Kurven. Und dann haben wir's. Und ich bin sehr gespannt, was die Zeit sagt, wenn wir durchs Ziel durchkommen. So, jetzt gleich noch 200 Meter. Und meine Finger rebellieren hier. Können wir jetzt nochmal richtig anziehen hier? Vielleicht gibt es sogar einen Rekord. Das wäre ja sensationell, wenn wir das schaffen würden. Aber das sieht nicht so danach aus. Ich glaube, die Rekorde waren bei 3,30 um den Dreh. Und nochmal Gas geben hier, komm. Ah, die werden nicht mal angezeigt, die Rekorde. Schade, habe ich mich umsonst angestrengt hier. Hinter uns die Verfolger mit einem klaren Abstand. 3 Minuten 34,11 Sekunden. Aber der Abstand war nicht so groß, wie ich es gedacht hätte. Aber wir haben es geschafft, hier Gold zu holen. Aber ohne Rekordzeit. Schade, schade. Aber viel mehr ist auch nicht drin, glaube ich. Also, 1300 Punkte hier für den ersten Platz. Das lässt sich doch sehr gut lesen. Gibt es vielleicht noch einen Bonus? Nein, sieht nicht so aus. Und jetzt machen wir mal eine Disziplin danach, weil mein Arm ist völlig hinüber. Machen wir mal das Skischießen. Willkommen zur Disziplin Skischießen. Und es gibt noch einen kurzen Blick auf die Anleitung.
Also mit X drücken wir, also rufen wir Pull, damit das Ding kommt. Und dann müssen wir es nur anvisieren und schießen. Also sieht ja gar nicht so schwer aus. Und Station los geht's 1. An Station Nummer 1, das Hochhaus. Ach was. Der war daneben. Ha. Na gut, dann war der halt daneben. Und, ach du je, die Doublette. Ah, wir müssen erst den einen und dann springt er hoffentlich auf die andere Bahn. Alter. Boah, was die hier lang flitzen. Na gut. Also, gar nicht so einfach. Das kam mir bei London 2012 wesentlich einfacher vor. Station 2. Aber vielleicht haben wir an Station 2 bessere Karten jetzt. Oh. Nein! Ah! Alter Falter, das ist echt schwer hier. Und die Doublette. Boah, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ja, damit sind wir mit Portugal auf Station einem grandiosen 3. siebten Platz. Station 3. Also, das ist echt schwierig. Ach, sag mal. Ja, das ist ja, das läuft ja super hier. Und die nächste Station. Ja. Ey, das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, ich habe bei London 2012 habe ich, glaube ich, bei einem, also da gibt's auch die gleichen Schüsse hier, also genau Station gleich viele 4. Tontauben, die man treffen muss, da habe ich, glaube ich, bis auf eine einmal alles abgeräumt. Also so doof bin ich eigentlich nicht. Aber hier klappt es irgendwie nicht. Jetzt aber, der erste Treffer. Da ist doch der Knoten geplatzt. Und das an Station 4. Das ist die wichtigste Station mit 6 Scheiben. Jawohl. Also, den richtigen Treffermoment habe ich jetzt, glaube ich, raus. Man muss ein bisschen vorher schießen. Und weiter geht's. Na, den kriegen wir nicht mehr. Schade, da habe ich den ersten ein bisschen zu spät abgeschossen. Also, die zweiten. 2. Ah, den haben wir noch. Sehr gut. Also, immerhin hier 3 von 6. Damit sind wir. Ja, die Portugiesen überflügeln uns hier. Na gut, also es wird wahrscheinlich kein Weltrekord werden. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Aber wir wollen uns hier noch ein bisschen gut schlagen. Ah, schade. Daneben. Und Station 5, die Doublette. Ja, voll. Wenigstens einer. Also das ist hier echt schwierig. 4 Punkte, aber ich meine, wir haben hier jetzt schon 2-mal Gold geholt. Da können wir uns hier sowas gerne leisten. Die Schützen bei London, also bei den richtigen Olympischen Spielen, waren ja jetzt auch nicht so richtig prickelnd. Von daher passen wir uns der Leistung einfach ein bisschen an. Ah. Na, schade, schade. Also 2-mal hier auch wieder daneben. Es ist echt leicht. Es ist echt nicht leicht, meinte ich. So, also 5 Treffer haben wir hier, 6 Rückstand auf den 7. Platz und wir sind schon an der vorletzten Station. Das, ich sag mal, da habe ich ja fast angesetzt und geschossen. Na gut. Und, naja, wir haben ja immerhin noch 2 Scheiben 8. vor uns. Boah, verdammt, ist die schnell gewesen. Na gut. Und die letzte Station. Ja. Also, ja, ein bisschen blamiert hier, aber wir haben ja, muss ich jetzt ein bisschen schönreden, wir haben ja die Disziplin davor gut gemacht.
Also hier letzter, den können wir verkraften. Und es geht zum Sprung. Also eine Turndisziplin haben wir hier auch noch. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt, was wir da rausholen. Da muss ich mir auf jeden Fall dann nochmal die Anleitung einmal anschauen. Willkommen zur Disziplin Sprung. So, also Sprung der Herren. Und wir gucken uns das einmal an. Also A und B. Das schaffen wir. Mit links. Zack, zack, zack. Dreimal. Ach du Schande. Ja. Das schaffen wir nicht. Also, ich glaube, hier wird es keine Medaille geben. Ach, wir sind der Experte. Das kriegen wir hin. Erster Anlauf. Vielleicht kriegen wir dann durch die Schwierigkeitsstufe auch noch mit einem schlechten Sprung gute Punkte. Und los geht's. Boah. Ja, Traumsprung. Sehr elegant. Das gibt bestimmt Topnoten, ne? Wir haben sogar einen asiatischen Trainer. Das muss doch auch Bonus geben. 12,8. Oh. Also, überraschend gute Noten hier. Für diesen Sprung. Oh. Damit sind wir auf auf einem guten Kurs. Also, jetzt noch einen guten Sprung. Und dann haben wir's. Mal gucken. Anlauf. So, los geht's. Der nächste Sprung. Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber... also... so ähnlich gut wie der letzte. 12,2. Ah... aber immerhin haben wir eine gerade Nummer, das heißt eine gerade Zahl. Das heißt, wir kriegen nochmal Bonuspunkte, aber wir haben Plätze verloren hier. Also im ersten Durchgang waren wir auf Platz 6. Vor den Chinesen, glaube ich sogar. Da will ich echt nicht wissen, was die gemacht haben. 500 Punkte gibt es hier immerhin mitzunehmen. Ist gar nicht so schlecht. Und das sollte es gewesen sein für den Tag. Jawohl, so ist es. Also das Ziel war, eine Gold oder Silber zu holen. Wir haben 2 Gold geholt und haben uns bei der Schrotflinte und beim Sprung blamiert. Stabhochsprung, ja, habe ich nicht so ganz verstanden. Das macht aber nichts. Und damit 4500 Punkte, die wir auch geholt haben, können wir uns eigentlich gar nicht beklagen. Ein ganz guter Tag gewesen, 2x Gold. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch an Tag 13 wieder dabei seid, wenn es heißt Schießdisziplin Herausforderungstag. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann. Hallo Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Natürlich dürft ihr meine Videos auch positiv bewerten und auf Facebook, auf Twitter oder auf Google+ teilen. Wenn ihr mich zu euren Favoriten hinzufügt oder mir einen Kommentar hinterlasst, dann wäre ich sehr dankbar. Ich versuche die Kommentare auch alle zu beantworten. Natürlich findet ihr mich auch auf Facebook oder auch auf Twitter. Hier könnt ihr mich auch erreichen. Für zukünftige Termine von Let's Plays geht ihr auf meinen Kanal und dort habt ihr rechts eine Liste mit allen kommenden Let's Plays und Terminen. Wenn euch das Spiel so gut gefallen hat, dass ihr es kaufen wollt, dann guckt in die Beschreibung, denn hier findet ihr für alle möglichen Plattformen Links, die euch direkt zum Kaufen führen. Viel Spaß!